Karin Baumüller-Söder ist von Jugend an als Reiterin unterwegs gewesen. Sie hat einen großen Verstand, eine große Liebe, eine Begeisterung für die Pferde, für den Pferdesport. Und deshalb ist es wirklich einfach eine wunderbare Sache, dass sie jetzt auch speziell die Schirmherrschaft übernommen hat. Das ist ein starkes Zeichen, dass der Ministerpräsident, dass seine Frau natürlich zu unserer Polizei steht, aber ganz speziell auch zu den berittenen Einheiten. Man muss ja sehen, es ist eine andere Form von Einsatz. Es kann in Grün- und Parkanlagen, ist es ein besserer Ersatz, als mit dem Auto durchzufahren oder durchzulaufen. Man hat einen anderen Überblick, es schafft eine andere Autorität, aber auch Sympathie. Das spürt man überall, wenn die Reiterstaffel unterwegs ist, freuen sich die Menschen, sie zu sehen. Reiterstaffeln machen unsere Polizei sichtbar. Dabei bilden Pferd und Reiter eine Einheit und in dieser Gemeinsamkeit strahlen sie Ruhe aus, vermitteln aber auch den Eindruck, dass der Reiter da oben den Überblick und die notwendige Kontrolle über das jeweilige Geschehen hat. Wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir wollen das über einige Jahre aufbauen. Das muss man behutsam machen, man muss auch die Pferde heranführen, man muss sie auch trainieren für so einen Einsatz. Das ist ja was anderes als normales Sportreiten oder Privatreiten. Das muss ja unter sehr schwierigen Bedingungen auch erfolgreich sein. Denke man an Demonstrationen und Ähnliches mehr, da geht es ja ganz schön auch zur Sache. Wir wollen auf insgesamt 100 Pferde und 100 Polizeireiter in Bayern kommen. In speziellen Einsätzen, bei Demonstrationen, am Rande von Fußballspielen ist es auch einfach so, dass die meisten Menschen natürlich schon auch Respekt haben davor, wenn hier mehrere Pferde auf sie zukommen. Und dadurch gelingt es leichter, Anordnungen durchzusetzen oder auch dafür zu sorgen, dass Fußballfans nicht aufeinander losgehen und Ähnliches.